man auf der Bühne ist, ist man glücklich und es werden Endorphine ausgeschüttet, man hat Adrenalin und es ist eigentlich für mich die Vollkommenheit, die man sonst gar nicht bekommen kann im Alltag. Es ist wie eine Droge eigentlich. In 15 Minutes of Fame, die er so, an die er dachte, die wurden ja damals geboren, als die kleine Paris Hilton, als sie 6 Jahre alt war, zu ihm in die Factory kam und er sofort gesehen hat, dass das ein Weltstar wird irgendwie. Und er hat dann zu ihr gesagt, du wirst die nächste Form der Kunst werden. Da braucht man gar nichts mehr zu malen, da taucht man einfach selber auf. Wir wissen, dass wir sterben werden. Und dass etwas von uns bleiben möge, das ist etwas, was Menschen sich seit vielen Jahrhunderten oder Jahrtausenden wünschen. Deshalb tun sie auch alles Mögliche, damit was übrig bleibt von ihnen. Und Ruhm ist eine Möglichkeit, unsterblich zu werden. Also ich selbst wäre, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, mich da zu bewerben. Niemals. Also ich habe die Sendung immer angeschaut und dachte mir, okay, ihr macht euch da alle zum Affen. Was soll das? Und bei mir war das dann so, dass mein damaliger Freund und andere Freunde von mir, die haben immer gesagt, Nele, du musst da hingehen, Nele, geh da doch hin. In dem Moment, wo du famous bist, da geht es eben nur bergab. Und der Terror für die meisten, die famous sind, ist ja auch der, wie werde ich denn jetzt noch mehr famous, als ich ohnehin schon bin? Oder was mache ich denn, damit ich diesen Status nicht verliere?